Informieren zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Bereits zum 6. Mal werden bis Ende November rund 40.000 Brötchentüten mit der Botschaft »Gewalt kommt nicht in die Tüte« in zahlreichen Bäckereien über die Ladentheke gehen. Die Kampagne ist eine Gemeinschaftsaktion der Bäckerinnung Hamburg und des Arbeitskreises gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Zum Auftakt wurden am frühen Morgen die ersten Tüten gefüllt mit frischen Brötchen am Hauptbahnhof verteilt. Mit dabei die Senatorin für Justiz und Gleichstellung, Jana Schiedek. Warum ist das Thema auch im Jahr 2014 noch wichtig? Weil einfach so viele Frauen immer noch von Gewalt betroffen sind. 30% sagen ja Studien. Und insofern ist das eine ganz tolle Möglichkeit, die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen, aber eben auch, indem man so eine Tüte mit den verschiedenen Hilfemöglichkeiten über einen Bäckereitresen reicht und Frauen, die betroffen sind, hier auch die Hilfemöglichkeiten finden. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, dass, wenn man betroffen ist, natürlich Möglichkeiten wie ein Hilfetelefon, aber auch verschiedene Träger haben muss, die einem dann helfen. Und dazu trägt diese Aktion ganz toll bei. Was tut die Stadt Hamburg, um quasi Prävention zu leisten gegen Gewalt gegen Frauen? Wir haben ja ein Opferschutzkonzept, das hat der Senator Scheele aufgelegt. Also insofern wird da ganz viel gemacht, um die vorhandenen Beratungsstellen auch zu vernetzen und zu verbessern. Die Frauenhäuser tun natürlich ihren ganz wichtigen Teil auch bei dem Thema. Und wir versuchen als Stadt, die nach allen Kräften zu unterstützen. Wie viele Tüten wollen Sie persönlich heute Morgen verteilen? Ach, gucken wir mal, das kommt ja auch ein bisschen hier. Ich habe sehr starke Konkurrenz, habe ich eben schon gesehen. Es wird hier sehr breit verteilt, aber ich habe vor, so den ein oder anderen Karton hier doch zu leeren und das so weit wie möglich unter die Menschen zu bringen. Rund 800 Brötchentüten konnten am Ende innerhalb weniger Minuten verteilt werden. Ein wichtiger Schritt, um Informationen über Gewalt an Frauen und Hilfsangebote genau dorthin zu tragen, wo Gewalt am häufigsten geschieht. Zu Hause, am Arbeitsplatz und in den Schulen.